Hey ho, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft im Survival-Modus, also Survival mehr oder weniger. Ich habe kurz was ausprobiert. Es gibt ja in den... die Musik ist so laut auf meinen Ohren, aber ich bin gerade auch laut auf meinen Ohren. Vielleicht ist alles laut auf meinen Ohren. Ich mache mal kurz die Musik ein bisschen leiser. Es gibt ja in den Video-Settings hier bei Avatar Time Day Only und dann steht da ja Effective in Creative Mode and for Local Worlds. So, ich habe mal dann probiert, was ist, wenn man Open to LAN und da den Game Mode auf Creative setzt, ob das den gleichen Effekt bringt, weil mögt man vielleicht sagen, dass wir cheaten, aber ganz ehrlich, es macht eigentlich keinen Unterschied, außer dass wir jetzt mehr Zeit zum Bauen haben, was ich persönlich präferiere, weswegen ich das auch gemacht habe. Ich habe da auch ja in der letzten Folge mal gefragt und tatsächlich hatten die wenigsten damit ein Problem. Sprich, keiner hatte damit ein Problem, die sich darauf gemeldet haben. Deswegen, ich jetzt einfach mal vermuten würde, dass ihr da auch kein Problem mit habt. Falls doch, dann schreibt es bitte direkt in die Kommentare, dann weiß ich das nämlich. Weil ich will ja nicht was machen, was völlig gegen euer Empfinden des Minecraft-Let's Plays spricht. Oh, das war falsch. So, auf Peaceful wollte ich nämlich nicht schalten, weil in dunklen Räumen sollen auch durchaus noch Monster spawnen, aber da wir halt, wie gesagt, die Nacht ja eh immer überspringen können, dachte ich mir einfach, es ist relativ witzlos, wenn wir dann immer zum Bett rennen müssen und dann die Zeit nicht nutzen können, um zu bauen. Dachte ich mir, falls das überhaupt funktioniert mit diesem Trick, den ich gemacht habe, ich weiß es nicht mal, ich bin mir da unsicher, wenn ich ehrlich bin. Deswegen kann ich euch da auch noch nichts versprechen, so gesehen. So, das hier muss eigentlich auch mal dann durch, ich brauche eigentlich mal, das hier nehme ich stattdessen, statt des Dirts. So, zack. Die Musik ist irgendwie witzig, die erinnert mich an so ganz alte Lieder, sowas wie, ganz alte Lieder, an so ganz alte Filme, wie zum Beispiel Drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder so, oder Michel von Lonneberger. Lonneberger, also meine Aussprache ist ja wieder perfekt, wie immer, wie eh und je. Es ist echt ungewohnt, dann immer hier am 27-Zoll-Monitor zu spielen, wenn man die ganze Zeit unten am Laptop war. Es ist echt seltsam, aber naja, so ist das halt nun mal. So muss es wahrscheinlich auch sein, dass es ein bisschen seltsam ist, weil sonst ist es ja, glaube ich, auch zu einfach, hahaha, wo wir wieder beim Thema einfach wären. Weil einfach, einfach, einfach ist, ne? Kennt ihr ja jeder die Werbung, sicher. So, okay, wie habe ich das denn da gemacht? Da habe ich dann einfach zwei nach hinten. Gut, dann mache ich das hier auch mal. Ich habe ja zum Glück auch sogar noch eine Schaufel. Ich brauche ja das Schwert einfach mal gerade nicht. Zur Not wehre ich mich halt mit meiner Spitzhacke. Oder mit meiner Axt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Axt macht genauso viel Schaden wie die Spitzhacke. Die Diamantspitzhacke, wenn ich mich nicht täusche. Ich kann ja mal kurz gucken. Dann haben wir das für alle Zeit geklärt. Ja, genau. Genauso viel Schaden. Also ist das auch nicht weiter schlimm, was ich da verwende. So, ich mache mal hier ein bisschen freizügiger. Großzügiger meine ich. Einfach, weil ich da dann nicht hinterher dastehen möchte, dass es zu wenig Platz war und ich dann noch im Endeffekt umbauen muss. Das ist ja immer nicht so schön. Okay. Dann muss da tatsächlich aber noch weiter. So, hier kommt dann wieder Holz hin. Hier kommt Stein hin. Hier kommt wieder Holz hin. So, da kommt hier Stein hin. Hier kommt wieder Holz hin. Und da kommt Stein hin. Und hier kommt wieder Holz hin. So. Dann bauen wir da unseren kleinen freudigen Weg. Das ist ja auch gut. In Höhlen spawnen dann ja auch rein theoretisch immer noch Monster. Ich frage mich echt, ob das klappt oder ob man dafür wirklich im Creative-Modus so sein muss. Aber eigentlich rein theoretisch müsste es doch gehen. Also es müsste funktionieren, hoffe ich, wenn ich mich nicht täusche. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Und ich wiederhole mich, wie immer. Ich wiederhole mich sehr häufig. Aber das erwähne ich auch immer jede Folge. Aber ich weiß halt einfach nicht, ob ihr neu dabei seid und ob ich es für euch dann extra nochmal erwähnen muss. Also, das soll jetzt nicht, aber für eine Minecraft, also ihr wisst schon, was ich meine. Ob ich es dann nochmal erwähnen müsst, weil ihr es ja nicht wisst. Oder ob die Leute dabei sind, die schon immer dabei waren. Dann muss ich es natürlich nicht nochmal erwähnen. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Deswegen Safety first. Safety first, meine Freunde. Ich frage mich, was diese Striche immer auf einigen Blöcken sollen. Und die sind ja echt nur auf einigen Blöcken irgendwie.
Also momentan sieht es noch sehr danach aus, als würde es gleich Nacht werden, wenn ich ehrlich bin. Ich bin gespannt zu sehen, wie es gleich ist. Ob es tatsächlich Nacht wird oder auch nicht. Sagt dir gleich das Licht. Hahaha. Naja, so zack. Hier dann auch nochmal. Ich frage mich immer noch, ob das mit dem, ist das jetzt die Sick Touch eigentlich? Nein, zum Glück nicht. Ob das mit dem Dingens überhaupt aussieht. Mit dem, hier könnte man das eigentlich so lassen, ne? Da muss man ja nicht unbedingt da noch Stein drum bauen, ne? Das könnte man ja tatsächlich so lassen, oder? Rein theoretisch. Sondern nur in den Lücken halt da, ne? Das finde ich, glaube ich, besser. So, wir haben 18.40 Uhr. Das heißt, die Zeit setzt sich wahrscheinlich gleich nicht zurück. Nein, oder erst ab 19 Uhr, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall baue ich hier dann schon mal kurz die Dingens rein. Nein, die Zeit setzt sich nicht zurück. Es ist gerade auf Nacht umgesprungen. Okay, das heißt, ich muss jetzt schleunigst doch nochmal zurückrennen. Ich könnte mir eigentlich auch mal zwischendrin irgendwo einfach ein Bett hinbauen. Das wäre vielleicht mal ganz gut. Ich nehme mal meine Fackel gerade in die Hand. Einfach damit wir ein bisschen mehr sehen. Oder ihr ein bisschen mehr seht. Ich weiß ja nicht. Auf iPhones und iPads sieht man zum Beispiel immer relativ wenig. Ich weiß nicht, ob da einfach... Also es ist ja eigentlich so, dass man denkt, die Bilder, die auf dem iPhone uns angezeigt werden, also das Display ist von den Farbwerten her sehr gut, was es vielleicht auch ist, aber irgendwie ist der Gamma-Wert sehr komisch, weil ich bin mir ziemlich sicher, ich habe den Gamma-Wert hier nicht zu hoch eingestellt, weil ich habe den 10.000 Mal justiert und bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass dies so ist. Naja, dass es dann einfach auf dem iPad oder iPhone zu Dingens ist. Ich muss mal ganz kurz husten. Mute ich mich mal kurz. Funktioniert sogar tatsächlich mit dem Muten. Habe ich jetzt nämlich in OBS einen Button, den ich schon länger habe, aber ihn noch nie wirklich benutzt habe. Man sieht ja eigentlich, dass es seamless ist. Aber dieser kleine freie Fleck, der sorgt dafür, dass man denkt, es sei nicht seamless. Ja, ja. Schon tragisch, ehrlich gesagt. Genau. Hier, an der Stelle. Ich weiß nicht, wie weit ich das jetzt noch ziehen will, ehrlich gesagt. Ich mache das einfach mal noch hier an diese Stelle. Dann mache ich es nochmal hier weiter. Dann mache ich es nochmal hier weiter. Dann mache ich es nochmal hier weiter. So. Dann hier auch nochmal weiter. Ich bin gerade am Überlegen, weil ich noch nicht genau geplant habe, wie das alles aussehen soll. Deswegen, ja, warum ändert er immer auf das Holz? Das verstehe ich nicht. Er hat doch eigentlich hier noch das andere Holz. Ey, wir haben ja ziemlich viel Holz gesammelt. Das freut mich aber, ehrlich gesagt. So, dann hier wieder. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, das sind jetzt wieder drei. Das heißt, da müsste es eigentlich wieder hier runtergehen, damit man hier auch noch ein bisschen Platz dran an den Dingens hat. Stein haben wir aber nicht mehr, ehrlich gesagt, so viel. Das ist natürlich blöd. Das muss man eigentlich ändern. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch bald wieder Stein abbauen müssen. Das ist schade, aber lässt sich, wie gesagt, nicht ändern. Ich wiederhole mich ehrlich. Ach, es stört mich selber, ich weiß. Es ist schlimm. Es ist schlimm. Aber man ist halt so auf das fokussiert, was man gerade macht, dass man nicht unbedingt mitkriegt, was man gerade sagt. Und deswegen passiert das, denke ich, schnell, dass man da einfach häufig was sich wiederholt. Naja. Und ständig über das Gleiche zu reden, ist auch so eine Kunst für sich, die ich hier effektiv meister, glaube ich. Nein. Verdammt. Naja, da ist wenigstens noch einer. Ich glaube, ich habe da aber ja tatsächlich noch ein bisschen Stein in, im Dingens. Ihr wisst schon. So, hier kommt dann was hin. Genau hier muss da dann Slabs. Dann nehme ich doch dann tatsächlich mal eben die Schaufel. Muss immer da. Nein, das war völlig falsch gebaut hier. Ach, ich bin ja auch doof. Habe ich mir jetzt gedacht, ach, das ist ja so easy peasy, dass du da einfach unten dran kommst. Aber habe überhaupt nicht bedacht, dass das ja immer eins rein muss. Ey. Ech, konzentrier dich mehr. Ach ja,
Ich mag die Winteratmosphäre hier immer noch ganz gern. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich das drin lassen will. Vielleicht bis Februar oder so, könnte ich mir vorstellen. Weil irgendwann ist der Winter dann ja auch zu Ende. Wobei dieses Jahr ist ja sowieso nicht so viel Schnee im Winter, ne? Also da muss man ehrlich zugeben, das ist not so much the great pleasure, ne? Ich wollte gerade Treasure sagen, aber das ist ja was völlig anderes. So, zack, 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 zack. Haben sogar einige von euch geschrieben, dass sie das mit dem Schnee auch ganz schön fanden. Und es sieht sogar, obwohl es einfach nur die Texturen in weiß sind, tatsächlich nach Schnee aus irgendwie auf irgendeine Form. Das fand ich echt ganz nett. Ach, hier muss auch noch zack, 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 zack. Alles weg. Alles neu macht der Mai oder alles weg macht der Mai. Je nachdem, wie man es gerne haben möchte. So, reicht das? Nein, das reicht nicht, oder? Reicht das? Nein, es reicht nicht. Oder reicht das? Doch, es müsste reichen. Ja, es reicht. Aha. Welche Wunder. So, zack und zack. Warum hat es denn ebenso überhaupt nicht gereicht? Frage ich mich. Ist ja eigentlich nicht viel. Wahrscheinlich, ach ja, weil wir hier, da haben wir was gespart. Deshalb hat es gereicht. Okay. Slabbity slap. Nach dem anderen ein Slap. Slap by Slap. Hahaha. Den Witz hat wahrscheinlich auch schon irgendjemand gemacht. Aber ich wollte ihn dennoch machen. Stimmt, hier mache ich dann zu. Dafür nehme ich einmal den Dirt. Die Fackeln kommen gerade einmal weg. Nein, das war falsch. Zack, zack, zack. Und dafür, dass es eigentlich nur 64x64 ist, sieht das auch ziemlich smooth aus, das Chroma Hills. Das finde ich eigentlich ganz cool. Finde ich echt ganz nett. Ist momentan ja echt mein Lieblings-Texture-Pack, wenn ich ehrlich bin. Wisst ihr ja aber, sicherlich. So, dann hier noch das. Naja, egal. Den einen Slap werde ich verkraften können, da will ich ihn jetzt nicht nochmal extra abbauen. Okay, hier habe ich jetzt aber tatsächlich wahrscheinlich auch schon, super Deutsch mal wieder. Ich meine super hintereinander gebrabbel. Was ich ja sehr gerne mache. Ich habe gerade ein bisschen Kopfschmerzen. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht, weil ich so lange rede. Da verliere ich durch den Mund das ganze Wasser, was ich über den Tag getrunken habe. Also Wasser in Anführungszeichen ist ja Eistee Light ohne Zucker, ne? So. Und dann muss ich da noch einmal drauf, damit ich hier die Blöcke weitersetzen kann. Es geht ja alles relativ schnell, Schlag auf Schlag. Das freut mich. Man kommt irgendwie relativ weit in einer Folge, habe ich so manchmal das Gefühl. Manchmal habe ich das Gefühl, man schafft gar nichts in einer Folge. Also man schafft nicht mal irgendwie einen Baum zu fällen halbwegs. Und dann habe ich das Gefühl, man kommt ziemlich, ziemlich weit in einer Folge, was ich ehrlich gesagt sehr präferiere. Weil man dann auch so immer ein bisschen Fortschritt sieht. Weil das Problem ist ja echt beim Let's Play, wie auch Gronkh zum Beispiel häufig mal erwähnt, dass man da auf diese Stunde maximal, die macht man ja in der Regel am Tag limitiert, ist eines Projektes. Ich mache ja eher so 20 Minuten. Und da ist man dann ja echt sehr eingeschränkt in dem, was man machen kann. Also während man zum Beispiel auf dem Server, wo man privat spielt oder so, sehr weit dann ist, ist man im Let's Play dann relativ weit hinten. Aber die Mauer hier ging ja recht flugs jetzt. Das fand ich schön. Das freut mich. Weiß ich halt nur noch nicht ganz, wie ich das hier, wie ich die Gebäude bauen will. Da muss ich dann nochmal schauen, wie ich das mache. Auf jeden Fall hier könnte dann, hier könnte ja schon mal das erste Gebäude anfangen. Das könnte ja, dann genau wie die Gebäude da oben, unten mit Cobblestone oder unten mit Stein. Ich glaube unten mit Cobblestone, weil wir sind hier ja am Hafen. Hier muss das alles ein bisschen rustikaler aussehen. Also angenommen, man, das wäre ein bisschen zu klein, ne, wenn man hier anfängt. Ja, weil ich würde gerne hier noch einen Gang nach hinten lassen, sodass man hier hinten durchgehen kann. Das fände ich ganz nett. Das heißt, ich gehe mal hier bis hier nach vorne. Und mache dann hier einfach mal ein paar Arbeiter. Also Arbeiter klingt immer so fies irgendwie. Ich weiß nicht. Arbeiter klingt so, als hätte man keinen Respekt vor. Also es klingt immer so, ich weiß nicht, das klingt so herablassend. Deswegen sage ich nie gerne Arbeiter, sondern Mitarbeiter eher oder sowas. Ich weiß es nicht. Oder Angestellte. Das klingt immer viel höflicher alles. So, da kann ja dann das Bett
rein. Das wird zwar jetzt ein bisschen kostenspielig vom Bauen her, also vom Holz her, aber wir haben ja genügend Bäume da vor Ort. Das ist ja, denke ich, nicht das Problem, dass man da ein bisschen was macht. Ich frage mich, soll ich dann hier auch Holzboden oder soll ich hier Steinboden drin machen? Eigentlich Steinboden, man könnte ja Teppich platzieren. So Steinboden wäre halt mal was anderes, ne? Weil sonst, wenn hier alles mit Holz aus Holz der Boden wäre, das wird ja sehr schnell moderig, oder nicht, ne? Das heißt, ich probiere es mal vielleicht einfach aus, indem ich da einen Steinboden mache. Das habe ich ja ehrlich gesagt noch nie gemacht. Ich glaube, ich nehme dafür dann die Bricks, also die Stone Bricks. Das fände ich ganz cool, denke ich. Probiere ich einfach mal aus und dann werden wir ja sehen, ob das alles so ist, wie man sich das vorstellt. So, ich könnte natürlich auch die nehmen, ne? Das wäre vielleicht sogar besser. Ich nehme mal die. Ich probiere es mal eben aus, wie es aussieht. Wirkt halt dann alles ein bisschen kälter und so, aber ist ja halt auch am Hafen, wie gesagt. Dass es da nicht zumodert oder sonst was. So, und dann hier noch das. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht jetzt auf den ersten Blick. Ich schaue es mir gleich nochmal genauer an. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal zurück. Eben noch eine Kartoffel futtern. Ich muss dann bald auch mal neue Kartoffeln holen. Ich habe ja nicht mehr so viele. Oder Karotten oder sonst was, irgendwas. Ich mag es immer nicht, dass man die Kartoffeln halt braten muss. Das finde ich immer doof. Das dauert so lange. Und braucht Kohle. Ich bin ja ein sehr geiziger Kerl, was meine Sachen in Minecraft angeht. Ich frage mich halt nur, was man für einen Teppich machen könnte. Eigentlich braunen Teppich, ne? Das würde so ein bisschen zu der rustikalen Atmosphäre. Ach, das Zeus-Pack ist einfach so wunderschön. So wunderschön ist das. Deswegen spielt auch gerade Kanon in dem Minor. Oder Ma. Nee, Major, genau. So ist es. Das spielt gerade. Ich müsste ja hier einiges an Stein wieder eingeschmolzen haben, wenn ich mich nicht täusche. Genau, Stone. Der hat jetzt sogar die andere Textur, weil das ja einfach nur das Teil hier ist. Aber die Connected Textures haben das natürlich nicht. Ich frage mich, warum es momentan immer so ploppt, wenn die Nacht eintritt. So, den Cobblestone brauche ich natürlich auch noch. Da brauche ich sehr viel von. Was ist das? Das sind Chiseled Stone Bricks. Ist ja eigentlich auch irgendwie ganz nett. Wie macht man die noch gleich? Aus zwei Stone Brick Slabs. Ich schaue mir die mal gerade an, wie die aussehen. Die könnte man eigentlich auch als Boden nehmen, ne? Ich glaube, ich nehme die sogar als Boden. Das wäre irgendwie viel cooler. Die haben was, ne? Finde ich, glaube ich, meine ich, denke ich. Vermute ich. Naja. Zack, dann einmal hier hoch. So. Erstmal wieder richtig hinsetzen. So. Und dann mache ich jetzt einfach mal einen smoothen Übergang. Smooth. Und mache hier mal eben Folgenende. Und bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, die ihr nicht allzu lange auf sich warten lassen dürfte. Sie kommt am... wann kommt sie? Montag müsste sie kommen. Genau, am Montag. Montagmorgen vielleicht, wie immer. Naja, bis denne. Tschüss.